Okay. Okay. Ah! Digga, wie soll das funktionieren? Weil ich gerade hier wirklich, ich kämpfe gerade um mein Überleben hier. Ah! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und heute gibt es einen richtiger Weg, falscher Weg. Noch ein paar, ihr liebt das Ganze. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke. Ey, Amir. Was? Bist du bereit für den guten oder den schlechten Weg? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ey, Bro, wieso fahren wir hier mit dem Fahrrad? Ich habe nicht so viel Ausdauer. Mein GTA-Charakter ist nicht so gelevelt. Ja, aber das Ding ist, es ist hier eh egal, weil du kannst dich eh falsch entscheiden, richtig entscheiden. Wir machen einfach, jeder geht dahin, wo er will, oder was? Ja, ohne zu sagen, wo der hingegangen ist, okay? Ja, wir können ja ein bisschen Psychospielchen spielen. Ist nicht so, es ist meine... Kann ja sein, dass ich sage, okay, rechts ist Ding und links ist... wohin fahren wir denn überhaupt? Aha, erstmal eine kleine Fahrradstrecke. Ja, muss auch mal sein, ne? Ja, warum nicht? Doch gesund, so, so ein bisschen gesund, so ein bisschen warm werden, locker werden, warm werden, wie im Gym, weißt du? Ey! Boah, guck mal da oben! Ey, Bro, fahr mal langsam, ich hab keine Ausdauer mehr. Okay. Ich hab echt keine Ausdauer mehr. Was? Ich guck doch nach hinten, Digga, ich weiß, dass du gerade jetzt bist. Jetzt hab ich wieder ein bisschen. Jetzt ist wieder weg. Bro, ich krieg immer so einen kleinen Balken wieder zurück und dann geht er wieder weg. Deswegen setze ich mich wieder hin. Ja, du kleiner. Hast du immer noch voll Ausdauer, oder was? Ja, ich hab hochgelevelt, ich hab unendlich Ausdauer. Alter, was ist das denn? Ich hab keine Ausdauer. Ich bin friss meinen Staub! Alter, was... Wow, was soll das denn? Ey, warte auf mich! Ich hab keine Ausdauer, verdammte Axt. Ja, okay, ich warte. Komm, was ist das? Wieso? Ich warte gerade ganz normal. Digga, das ist einfach... Ich finde, das ist echt schlecht gemacht von GTA. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch unendlich Ausdauer hat. Doch, wenn der Army heißt, dann hat er unendlich. Nein, das ist eigentlich ganz schlecht einfach. So, ich kann jetzt wieder ein bisschen, rodeln. So, ich bin gleich wieder da. Alter, wie lange musst du mit dem Fahrrad fahren? Keine Ahnung, Digi. Wir sind ja, die ersten Minuten einfach nur Fahrradtour. Ja, ist mal gut. Oh. Oh, jetzt. Oh. Hast du jetzt... Hä? Du wolltest das linke nehmen? Hä? Ich wollte das linke nehmen. Was? Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Wie kommen wir von hier hoch? Okay. Und dann? Digga, ich hab Digga, meine Ausdauer macht mir zu schaffen. Kannst du mir ein bisschen... Oh. Hä, wie cool ist das denn gewesen gerade? Hä? Wie nice. Wie cool ist denn so ein Fahrstuhl? Hä? Was ist das für eine coole Map eigentlich? Aua! Oh, bin auf die Fresse geflogen. Ja, sehr gut. Wieso bist du jetzt auf die Fresse geflogen? Aua, ich auch. Du wolltest auch auf das andere Teil rüberspringen? Mimi! Hä? Wie muss ich hier überhaupt auf dem Teil laufen, wenn ich hier einfach... Sehr gut geschafft. Abkürzen kann. So. Ganz easy, Leute, ganz easy, okay? Ganz easy. Ich frag mich jetzt, was wäre, wenn man den linken Weg gewählt hätte. Boah, frag ich mich auch, Digga. Nein. Gibt der linke ja gar nicht. Oder das war echt so ein Bait, dass man so denkt, du wolltest ja auch ins linke fahren, plötzlich bist du dahin gefahren. Nein, ich wollte doch mitkommen. Nein, ich will auch raus. Hey, nein. Was passiert hier? Oh, du bist eingequetscht. Ciao, Bro. Hey. Ciao. Die ersten werden die letzten sein. Ich hab wohl das kleine Comeback hier gemacht, ne, hier im Parcours, weil du einfach auf die Schnauze gefallen bist. Hä? Also ich find's gut, dass du da ein bisschen so auf die Schnauze gefallen bist, sag ich dir ehrlich. Ja. Fand ich gut. Und hier ist, glaube ich, auch jetzt schon gleich die nächste Auswahl. Obwohl, ne, man muss noch okay, letzter Checkpoint jetzt bei mir. Danach kommt die Auswahl. Aber das ist auch schon eine Seltenheit, so ein Parcours. Alter, hat das sich auch... Ich bin wieder weg. Das Ding hat mich weggeklatscht. Nein, ich bin runtergeflogen! Bro, was ist das? Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Okay. Das... Oh mein Gott, Digga. Ich hab das erste geschafft und dann kommen noch mehr davon. Alter, noch zwei... Bitte bleib! Nein! Ey! Ey! Ja!
alt, das ist ja so eine schwere Sache. Okay, wieder chillen, ganz entspannt hier so. Auch mal entspannt laufen, weißt du, was ich meine? Auch mal entspannt laufen, wie geht's so? Alles gut. Ey, 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 ey. Alles gut. Oh, ganz vorsichtig du. Manchmal gehen, ganz vorsichtig so und. Ah! Ich bin normal gelandet. Ja, ich bin noch drauf, ich bin bei der letzten. Ich bin beim letzten. Das ist sehr stark. Ich hab Angst, Digga. Ich hab so Angst gerade. Ich hab so Angst, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Ich hab einfach. Oh. Schon mal unten gelandet. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich habe jetzt so einen Vorteil. Oh mein Gott, Bro, wo bleibst du? Ey, das war echt. Bro, ich bin beim letzten sogar so perfekt runtergefallen, dass ich nicht mal so gefallen bin, so weißt du, wie ich meine? Ja, ist mir immer auch schon bei. Jetzt bin ich tot. Ich bin bei der letzten Ding runtergefallen! Ja, sehr gut! Ey, wie schwer ist denn das denn, Leute? Das freut mich. Okay, ciao. Digga, das ist echt nicht. Aber du tust dir gerade richtig schwer noch, ne? Du musst da richtig dich halt mal schön langsam mal an den Speck da rangehen. Oh, das hab ich jetzt auch geschafft. Ey! Ey, was rum? Du bist beim letzten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich hab eine neue Taktik auch herausgefunden. Welche? Digga, dieses! Indem ich die Kamera ein bisschen drehe und dann immer nur D drücke, weißt du? Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig, sei bloß! 2000 Jahre später. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, Bro. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich hab den nächsten Checker. Komm, gib mir den Checker. Oh. Ach so. Geschwindigkeit drüber, Leute. Ja, bin ich auch, Bruder. Ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt, das aufzuschätzen. Bin einfach immer drauf gefahren. Und wenn ich es halt geschafft habe, habe ich es geschafft. Wenn nicht, dann nicht. Weil das haben wir dann irgendwann mal. Hä, wie geht's hier weiter? Ich dachte, ich kann hier wie so einen Checkpoint nutzen, aber irgendwie. Nee, ich muss das in einem durchschaffen, oder was? Okay, scheinbar doch in einem durchschaffen, Freunde. Krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber danke dafür. Alter, was geht denn hier ab? Ja, und schon wieder nicht geschafft. Ach, Leute. Das ist mein zweiter, das zweite Auto, aber da habe ich wohl Probleme mit. Wow, ich habe es geschafft hier nach oben. Okay. Okay, Bro, das ist halt ein kleiner Parcours hier. Ich weiß nicht, wer sich jetzt im Endeffekt schlauer entschieden hat, du oder ich, aber... Ich komme voran. Ich sag dir ehrlich, ich komme hier auch ein wenig voran. Jetzt kommt hier so eine kleine rutschige Eissituation, die man natürlich irgendwie beachten muss. Perfekt getimed, Leute. Bam, ich bin durch, Junge. Wo bist du, Arme? Wo? Ich höre dich nicht, Junge. Wo? Hallo? Ja, ich bin wieder runtergefallen. Arme, ich kann dich nicht hören. Wo bist du, mein kleiner Freund? Ich fahre hier gerade. Also ich glaube, der Sandking war vielleicht echt eine schlechte Auswahl. Das weiß man nicht halt, ne? Ich glaube schon, leider. Ich hab's mir auch mit dem Crawler schwer getan, aber ich hab mich durchgekämpft. Zeig ich dir, wie es ist. Ja, einfach dranbleiben, meine Freunde. Oh mein Gott, Bro. Ich komme gerade hier zu einem Wallride und ich sehe den Wallride und ich will den gar nicht fahren. Ich hab schon ein bisschen Respekt hier, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen Respekt habe ich hier schon. Mal gucken, wie das hier. Okay, ich habe ein bisschen zu viel Respekt gehabt. Direkt runtergefallen. Bei ganz normalen Wallride hier. Das Auto ist aber. Hey, mein Sandking schafft es nicht über diese Ecke. Also die Autos sind kein Problem mehr, sondern diese, wenn du die Ecke wechselst, wenn es eine höhere Plattform wird, weißt du? Warum schafft das nicht? Du musst doch einfach nur ausweichen ein bisschen. Nee, oh Gott. Das bringt nichts, oh Gott, Digga, was ist das denn? Ja doch, du musst einfach, drück mal vorwärts und rückwärts zurück und drifte sozusagen die Räder einfach. Ja, da kommt er nicht hoch, ich versuch's ja. Ey, dann mach mit Anlauf und einfach reinlenken. Ich bin komplett einfach reingelenkt und fertig. Bei mir, mit meinem Auto. Ja, ich bin runtergefahren.
Alter! Oh, okay, das ist... Digga, ich muss das, den richtigen Weg finden, indem ich hier den... Ja, einfach richtig fahre, ne Leute? Also, aber... Was, aber da, guck mal, das Leute, das klappt schon mal besser hier, ne? Sag ich euch ehrlich. Wie soll man hier durchkommen? Wie soll man das hier durchschaffen, Freunde? Ich check das nicht. Nein! Oh mein Gott, ich weiß jetzt, wie es geht. Bro, das ist sehr... Falsche Richtung. Das ist sehr gut, dass du einfach falsch machst, aber... Ich bin hier beim bei der Todesrampe angekommen. Ich sag ehrlich. Ist die super schwer? Ich glaube schon, ja. Also, ich weiß nicht, wo man hier am besten... Ich check nicht, wo ich durchfahren muss. Willst du jetzt ausreden suchen oder willst du jetzt spielen, mein Freund, hä? Ja, ich bin ja am Spielen, aber... Okay, dann konzentrieren... Warte, ich muss mich jetzt konzentrieren. Nein, nein, da kommt ein Wallride-Changer. Verdammt. Ja, Digga, Leute, genau das war... Bro, niemals. Niemals. Alter, was ist das denn? Da kommt ein Wallride-Changer. Ich sag dir ehrlich, das ist hart. Das ist hart, meine Freunde. Ich kann nicht mehr. Okay. Okay. Digga, wie soll das funktionieren? Ich kämpf gerade um mein Überleben hier. Oh, okay, okay. Wir kommen da schon der Sache näher. Ich sag dir, ich komme da schon gerade der Sache näher. Oh! Oh mein Gott, das war knapp, Leute. Oh mein Gott, das war schon knapp, Freunde. Amir, wo bleibst du? Das Ding ist, am Windrad vorbeigehen geht eigentlich. Man kann das eigentlich echt gut abschätzen. Nee, ich hab's nie abgeschätzt. Es ist mir zu dumm gewesen. Ey, ich... Das Ding ist, ich krieg halt nie... wenn ich... Ich brauche einen Checkpoint hier. Über diese Autos zu kommen, ist so ekelhaft mit meinem Auto hier, Alter. Bro, weil der Abstand zwischen Auto zu Auto ist genau die Länge von meinem Auto. Du willst gar nicht wissen, was hier gleich für eine Scheiße kommt. Irgendwelche Nägeln ausweichen, dann kommt ein Rad ausweichen, dann kommt in die richtige Hälfte reinfahren und dann kommt noch das Schlimmste, der Change. Oh mein Gott, ich hab ihn geschafft. Oh mein Gott, Leute, nein. Was passiert hier? Unmöglich, Leute, unmöglich mit dem Auto hier. Nein! Oh mein Gott! Leute, ich hab so knapp das geschafft und dann, ich hab die Strecke gewechselt, alles, aber der Checkpoint kommt noch nicht und da kommt irgendein Looping und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, das war das Looping des Grauens. Oh mein Gott, Hilfe. Ja, Leute, seht ihr, man hat ja gar keine Chance mit diesem Auto, also muss man echt perfekt sein. Oh mein Gott, ich bin einfach jetzt Legende geworden hier. Ich hab's zum zweiten Mal geschaut. Bro, langsam, die Wallrides, die liegen mir. Ja, die Wallride ist halt, wenn du... Ich glaub, da kannst du... Ey, und ich flieg wieder an derselben Stelle raus. Das ist... Ich kann den Looping da nicht abschätzen. Oh mein Gott. Ja, Loopings sind übel schwer, Digga. Ich finde, da verlierst du voll die Koordination. Ja, das... Und da kommt so ein Drecks-Looping. Ey, das wäre so cool, oh, wenn... Oh, oh, Leute. Wenn einfach schon der Checkpoint früher kommen würde, Leute. Verdammt. Aber wir wissen, wie es geht. Ja, geschafft! Nice, Junge! Nice, Junge! Ah! Verdammt. Aber sag mir jetzt nicht, dass du mit dem Crawler Rawride machen musst. Nein. Kommt schon wieder Auswahl. Auf jeden Fall. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wo ich reingegangen bin. Aber ich hab schon zweimal hier Dinger geschafft, das schwerere Teil. Oh Gott. Sehr gut, Gott. Dieses Looping-Ding muss ich halt noch schaffen. Du weichst erstmal Nägeln aus. Du musst hier den perfekten Weg finden, wie du den Nägeln ausweichst. Dann weichst du einmal einen Ventilator aus, dann einmal so eine halbe und dann wechselst du die Farbe auf schwarz. Was ist denn mit dem los, verdammt. Alter? Ich hab's geschafft, Bro. Ich hab's geschafft, sogar den Wechsel. Und danach kommt halt wieder Wallride und dann kommt so ein Looping oder so. Und da ist genau der Checkpoint. Aber du musst diesen Looping richtig nehmen. Und das ist halt mein Endgegner gerade gewesen. Ab dem Schwarzen musst du wechseln, ne? Ja. Nein, zu viel Speed! Aber so, ja, jetzt hab ich's gecheckt. Ja, okay. Nein. Ah, das war... Schade, was? Ich bin einfach... Als ich Robert anfangen wollte, bin ich einfach gegenklatscht. Ja, wir haben das gleiche Auto, beide. Aber du hast auf jeden Fall schon mal gecheckt. Und dann... Danach, nach dem Wechsel, kommt noch so ein Drecks-Looping einfach. Aber wenn man das so hier so langsam raus hat, die Strecke, geht's voll. Nur der Wechsel ist halt dann wieder so ein Handicap und dann... Okay, das war ein bisschen blöder Wechsel. Ah, ich krieg den Wechsel nicht mehr hin! Oh mein Gott, fast!
Ja, ich habe das zweimal geschafft, mein Freundchen. Glaub mir, das Looping, den schätzt man gar nicht ein und dann kommt der... Jawohl, ich habe es wieder geschafft, dritte Mal. Nice. Machst du mal, bremst du mal davor oder gehst du mit Vollspeed? Ich bremse ein bisschen, Auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie zu schnell. Und ah, okay, das war jetzt wieder zu viel. Nein, ich schaffe wieder den Drecks-Looping nicht. Ey, dieser Looping, der macht mich kirre. Der macht mich ganz kirre. Ey, der macht mich ganz kirre. Das ist echt nicht einfach. Ich glaube, man darf den nicht direkt nehmen. Man muss einmal nochmal so sich drehen in dem Ding und dann bei dem zweiten Dreher raus und dann das nehmen. So schätze ich das Ganze gerade ein, Leute. Okay, komm, ich bin jetzt Profi geworden. Komm, ich bin jetzt der Krasseste. Ich schaffe jetzt das auch zum vierten Mal direkt. Ja! Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Oh! Okay, warte mal. Jetzt wieder beim Looping. Wieder beim Looping. Ich leg das schon langsam. Ach, der Profi, schwer, bin ich ehrlich. Ja! Looping geschafft! Oh mein Gott! Oh, ich konnte nichts sagen, weil ich bin so rausgeflogen. Oh mein Gott, Leute, was war das denn? Ey. Ja, es ist halt, wenn man. Warte, fährst du mit Controller eigentlich oder mit Tastatur? Ja. Weil ich sag dir echt, beim Dingern hilft mir Numpad extremst oder beim beim Wechseln der Seiten. Hm. Also du beim oh Gott, beim Controller ist es wahrscheinlich irgendein Knopf. Ich habe gar keine Tastatur mit Numpad. Achso, ja, aber bei Controller ist es dann der rechte Stick. Du hast ja auch so, kannst dein Auto ja ein bisschen so drehen und so mit rechten Stick. Das zum Beispiel linken Stick. Ja, irgendwie auf jeden Fall so, als würdest du jetzt quasi dich schräg drehen, so mit Numpad oder mit Ding. Das hat mir übel geholfen dann. Oh mein Gott, Leute, ich hab mich wieder gefangen. Bist du beim Looping jetzt? Nee. Dünnste, Bruder. Ich muss den Wechsel erstmal schaffen. Den habe ich jetzt ein paar Mal geschafft. Ich habe den 4-5 Mal geschafft, bis ich diesen Drecks-Looping verstanden habe. Ach Mann, ich flieg immer raus. Also der fliegt geradeaus zu weit. Machst du so eine scharfe Kurve nach links oder lässt du den langsam rüberrollen und dann korrigieren noch dazu. Ja, bei mir irgendwie. Aber ich komm hier gerade nicht mit dem BMX durch. Ich habe hier so einen Drecks BMX. Ich würde mal gerne wissen, glaubst du die Zuschauer, also wenn jemand so Rampendinger macht, glaubst du, die machen das mit Controller oder mit Tastatur und Maus? Das würde ich mal gerne wissen. Das ist eine gute Frage. Oh Gott. Ey, was ist denn mit dem Fahrrad los? Ja. Der macht, was er will. Ich schwör's dir. Was denn? Ja, ich habe so ein BMX gerade bei so einer Dinger und der fährt, wie er will. Ich sag dir, wie es ist. Ja, BMX ist schwer. Übel schwer. BMX ist wirklich schwer, Alter. Verdammt. Nein, beim letzten. Ich fühle mich auch gerade schwer, irgendwie an diesen Sachen vorbeizukommen. Nee, da habe ich schon irgendwann mal so eine Route gehabt, so eine feste Bestandsroute. Aber ich eigentlich auch. Unten und dann langsam nach oben arbeiten. Aber irgendwie, der will gerade nicht mehr, Leute. Der will nicht, wie ich will. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe es geschafft mit BMX. Oh mein Gott, ich bin der Wähle den richtigen Weg, Master of Disaster. Was habe ich jetzt? Ein Heli. Und ein Heli habe ich plötzlich. Oh Gott, ich muss hier mit Heli so eine. Oh. So ein Ding durchfliegen. Ich hab grad nicht mehr, Leute. Ja, Freunde, ich flieg weiter. Kampf, Bro, das ist echt nicht einfach gewesen. Ich hab's raus. Ich sag dir ehrlich, ich hab's einfach raus jetzt. Was denn? Ja, wie man Seiten wechselt. Ich hab's 5-mal oder so geschafft, das ging dann irgendwann mal bei mir einfach. Ja, ich sag, ey, hab ich doch immer gesagt, weil eben gesagt, man muss einmal das Gefühl rauskriegen, wenn du das einmal erst hinkriegst, dann ist das immer easy. Ist ja wie jetzt, wenn wir Rampen fahren, Alter. Wir wissen ja genau, wie wir manchmal aufkommen müssen, um richtig zu landen. Das ja. Lol, was ist das denn hier, Leute? Ich muss hier gerade mit Heli in irgendeine Bucht landen oder so. In einem Loch. Ist das hier? Ja, der Checker ist hier. Landung, Landung! Ab wann bist du gewechselt? Ab dem schwarzen Übergang oder davor schon? Davor. Auf jeden Fall davor. Warte mal, ich explodiere. Ich hab dich bei mir, Leute. Bei mir rutscht er einfach geradeaus weiter. Was ist los, mein Junge? Ja, mein scheiß Heli. Oh Gott. Mein Heli ist explodiert. Nein. Digga, wirklich? Ja, aber ist nicht schlimm. Ich hab hier so viele Checkpoints gehabt. Was hast du gemacht? Bist du falsch hingefahren? Bro, hier kommt so eine Sache. Das sieht aus, als würdest du nur in ein Loch fliegen. Und sobald du dann näher kommst, erscheinen Felder. So, checkst du?
Es erscheint einfach dann so Fläche, so, woher? Warte, war das hier erschienen? Wohin muss ich denn dann? Hier? Ey, und wenn die Fläche dann blöd erscheint, dann bleibt dein scheiß Propeller da hängen. Was ist das denn? Hä? Das ist ja anders schwierig. Oh mein Gott, hab ich mich gefangen, Leute. Wie war das denn? Nee, das war viel zu früh, als ich gewechselt bin. Ach, ich bräuchte halt so einen kleinen Punkt, Leute, wo ich weiß, wo ich wechseln muss. Oh mein Gott. Alles gut, Rustik? Warte. Oh mein Gott. Ja, Leute, nur noch den Checker. Wichtig. Durch, hast du echt gewonnen? Oh, Baby! Ja! Ich hab den richtigen Weg gewählt. Ich hab gekämpft. Ich hab die Seite gechanged. Ich bin mit dem Helikopter in das richtige Loch geflogen. Leute, lasst auf jeden Fall ein dickes Däumchen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir haben den richtigen Weg gewählt und waren einfach zu krass. Bis zum nächsten Video. Boah, ciao.